Hallo zusammen, ich bin der Lorenz Schumacher. Ich sammle FCB-Liebli seit etwa 20 Jahren, also seit meinen Teenie-Zeiten. Also grundsätzlich bin ich natürlich immer FCB-Fan gewesen. Das hat vor allem so in der alten Jockeli-Zeiten gewesen, wo es mich eigentlich zuerst mal gepackt hat, wo ich eigentlich mit meinen Schwestern jeweils an den Match gegangen bin. Und seitdem fasziniert mich eigentlich immer das Liebli. Da habe ich, das weiß ich noch, ich habe dann auch mal von einem Spieler das Liebli direkt bekommen. Ich glaube, das war der Dario Zuffi. Und dann hat sich das langsam so ein bisschen angetragen im Kleiderschrank. Und dann bin ich dann später auch oft zum Beispiel auf dem Petersplatz unterwegs. Dort hat es immer wieder gute Sachen gehabt. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Trikots eingekauft. Und irgendwann ist aus dieser Leidenschaft schon ein bisschen mehr gekommen. Und ich habe mich auch ein bisschen grossräumig umgeschaut und auch umgesucht und eigentlich bin ich alle Leute gefragt, ob sie irgendwelche Trikots haben, auch noch aus den alten Zeiten. Und so ist das eigentlich so ein bisschen ins Rollen gekommen, mein Hobby. Es hat in Basel noch so eine Zeitung gehabt, die hat Baselstab geheissen. Ich hatte dort immer so ein kleines Inserat drin gehabt, wo gestanden ist, FCB-Trikots gesucht. Und auch in dieser Zeit habe ich wirklich auch tolle Sachen bekommen. Aber heute ist grundsätzlich vieles ist online. Dazu kommt aber, dass ich eigentlich halt mittlerweile über die Jahre halt einfach ein Netzwerk kann aufbauen konnte. Eigentlich fast ja, schweizweit, europaweit. Und bekomme dann immer wieder mal Sachen zugesteckt, ob mich das würde interessieren. Es gibt in der Schweiz auch noch andere Sammler, es gibt auch noch andere FCB-Trikotsammler oder solche von anderen Vereinen, von Nationalmannschaften. Und die haben immer wieder mal etwas und ich habe zum Beispiel auch immer wieder mal etwas von ihren Vereinen. Und da kommen auch wieder mal einen guten Tauschhandel zustande. Von der Anzahl der Trikots, es werden so um die 450 Liebli sein, die hier hängen. Wir gehen hier von der ältesten Sachen, das sind eigentlich Trikots so aus den 60er Jahren, gehen wir eigentlich weiter so bis eigentlich in die Neuzeit, bis eigentlich zu der aktuellen Saison. Dazu kommt, hier habe ich noch ein bisschen so ein Spezialfach gemacht. Das sind Trikots, eigentlich, die eigentlich immer für das Cup-Finale eigentlich parat gemacht werden. Das sind sehr spezielle Trikots, weil sie haben einerseits haben sie den Badge drauf vom Cup-Final und die werden eigentlich wirklich nur in ganz kleiner, limitierter Anzahl eigentlich gedruckt für die Spieler, die den Cup-Final eigentlich bestreiten. Das Liebli, das für mich eigentlich am wichtigsten ist, ist eigentlich nicht ganz einfach, die Wahl zu treffen. Es sind eigentlich ganz viele, die wichtig sind für mich. Grundsätzlich ist es halt auch so, dass eigentlich die Zeit, das ist so jetzt meine Zeit hier, das ist so einfach altes Jockeli, so genau die Zeit, zum Beispiel hier haben wir das Trikot von Davide Orlando. Das ist nicht unbedingt einfach das Wertvollste, sondern da habe ich einfach am meisten Bezug dazu. Weil ich weiss noch, das sind eigentlich die Trikots mit diesen drei blauen Streifen auf der Seite oder mit den weißen Streifen. Dort bin ich eigentlich mit dem Verein in Berührung gekommen und dann bin ich auch wirklich an den Match gegangen. Aber weil jetzt wirklich das Wichtigste ist, grundsätzlich ist es natürlich so, je älter die Trikots sind, desto wertvoller sind sie, desto rarer sind sie. Und da könnte ich jetzt dir zum Beispiel auch das Trikot zeigen vom Helmut Benthaus, wo natürlich eines der wichtigsten und auch wertvollsten Trikots ist von meiner Sammlung. Ich bin zu diesem Trikot gekommen folgendermaßen. Da hat mir ein Kollege mal geschrieben, ein Sammlerkollege hat mir mal geschrieben, hey, ich kenne hier einen Spieler von Celtic, der hat Willy Wellers geheissen. Und der verkauft all seine alten Trikots, die er damals, als er Celtic gespielt hat, eigentlich mit anderen Mannschaften getäuschelt hat. Und es ist eine tragische Geschichte. Er ist dort, er hat in Australien gewohnt, ist dort ausgewandert, ist halt in so finanzielle Engpässe gekommen und hat eigentlich all seine Zeugs müssen verkaufen. Und ich habe dann eigentlich sozusagen die E-Mail-Adresse von ihm bekommen. Habe ihm 500 Pfund überweisen und haben mir dann eigentlich das Trikot von, wo er damals der Celtic im 69 mit dem Helmut Benthaus eigentlich getäuschelt hat. Und das ist schon eines der wertvollsten. Das sind natürlich ganz viele Sachen, die auf irgendeine Art verschwunden sind. Trikots, die wahrscheinlich auch nicht mehr auftauchen werden. Und in diesen Epochen gibt es natürlich noch viele Sachen, wo, zum Beispiel die Auswärtsliebli, die eigentlich kaum auffindbar sind aus dieser Zeit. Also eins von meinen jetzt
finanziell teuerste Trikots war zum Beispiel das hier. Das ist ein Trikot aus dem Cup-Final 1982. Und man sich vorstellt, das Trikot hat es genau zweimal gegeben. Das heisst, der Spieler hat jetzt eigentlich zwei Trikots bekommen. Einen hat er für sich behalten. Meistens hat er nachher dann noch das andere hat er noch mit dem Gegner getäuscht. Und das ist zum Beispiel vom Van Wartburg. Und das ist wirklich eines meiner wertvollsten und auch dementsprechend eines meiner Liebe sind, die ich eigentlich am meisten haben müsste ins Portemonnaie greifen. Die Liebe sind auch immer so ein bisschen der Spiegel von der damaligen Zeit. Wie ist es am Verein gegangen? Wo hat er gespielt? Also wir sehen natürlich hier Luther-Liebe mit dem Starball, also mit dem Champions League-Logo, mit Europa League. Aber das ist natürlich nicht immer so. Der FCB hat natürlich ganz harte Zeiten gehabt. Und man kann das auch ab und zu bei so Trikots erkennen, oder? Das war so in diesen schönen Mathe-Zeiten. Das ist wirklich so, da hat man teilweise Trikotsponsoren gehabt. Die sind vielleicht Konkurs gegangen. Und dann hat man nicht einfach ein neues Liebli bedruckt, sondern man hat eigentlich das alte Liebli, haben wir dann die Sponsoren haben wir wieder überklebt und hat dann eigentlich den neuen Sponsor drauf da. Das heisst, man sieht da noch, das ist eigentlich so der alte Sponsor gewesen. Das ist eine Firma, so eine IT-Bude gewesen, die ist Konkurs gegangen. Und dann haben wir wirklich auf jeden Rappen müssen schauen im Verein, hat die Trikots nicht einfach noch können komplett neu bedrucken, sondern wir haben dann die Sponsoren haben wir dann wie überdruckt. Und das ist natürlich auch immer extrem spannend, dass eigentlich das Liebli zeigt auch immer wieder so, wie ist es am Verein gegangen, wo hat er gespielt, Europa, national oder einfach wie ja, allgemein so ein Zustand vom Verein. Ich habe das Liebli schon mal können ausstellen im FIFA-Museum in Zürich, wo sie eigentlich eine Sonderausstellung gemacht haben zum arabischen Fußball. Und sie haben jetzt so ein bisschen wie eigentlich das Exponat gesucht, genau vom Salah, wo sie ein paar Trikots haben, von ihm haben, können ausstellen genau. Ich finde auch zum Beispiel das Liebli hier. Das finde ich eigentlich so vom Stil her, vom Design, finde ich das wirklich, von der Heimliebli finde ich das eines der schönsten. Das ist ganz klassisch, eigentlich so rot-blau. Es hat einen Kragen. Hier haben wir noch die Langarm-Version, Sponsor, Typografie, ein Nummerdesign. Das ist einfach alles so aus einem Guss. Und hallo miteinander. Hey, hey, hey. Hey, alles klar. Ja, hey, coole Sache. Ja, wir haben hey, Mikro. Cool. Mein Batz-Artikel trotzdem noch jetzt gehen. Geile Sache. Hey, merci vielmals. Bitte sehr, hey, cool. Schön haben wir es so Fans. Das ist ja, natürlich überragend. Aber ich muss sagen, wusstest du das Liebling? Das vom Jakin? Ja. Das ist schon. Das ist schon richtig cool. Schön, ja. Hast du das auch nicht, gell? Oh ja, sicher. Chaka, Thailand Chaka, natürlich einer von meinen Lieblingsspielern. Ja, voll. Und der Walter macht es momentan nicht so schlecht. Gell, der kommt glaube auch. Ich glaube auch, Junge. Genau, voll. Ja. Das sind noch... Das ist krass. Genau, das sind die Batz-Zeiten. Was war das, die I-Tin? Wie? Wer ist das gewesen? 8. Die I-Tin, doch mal die 8. Örjan Baird. Örjan Baird, stimmt. Voll, das ist Örjan Baird. Genau. Strelia natürlich auch, oder? So, klassische Nummer 10. Also wirklich, klassische 10, oder? Deine Sammlung ist ja der Wahnsinn. Das hat irgendwie auch etwas gehabt. Das hat absolut etwas, ja. Vor allem, wenn jetzt die Urne hier reinkommen. Das erste Trikot, das sie geil sind, ist im Fall da. Weißt du, wie würdest du viel zu dick? Ja, das ist schon damals eigentlich, das ist schon eher die neuere Technologie von Textilien. Das ist schon ein bisschen... Also das war nicht nur Baumwolle, das war schon ein bisschen atmungsaktiver. Also in den 60ern haben sie wirklich noch in sättigen Liebli gespielt. Das ist wirklich einfach, das war Baumwolle. Und natürlich, wenn es geschifft hat oder wenn es verschwitzt war. Es hat keine Marke gegeben, oder? Das haben sie selber gemacht. Das war eine Schweizer Firma, die damals eigentlich vor ganz vielen Vereinen Trikots, ja, das Blackie? Tusa. Blackie, jetzt haben wir okay. Blackie, genau, das ist ein bisschen später gekommen. Und aber Kostsport hätte damals einen. Go Sportiv. Das ist ein FCB-Liebling. Ja. Grün. Als Goalie-Liebling. Das ist Goalie-Liebling. Der FCB hat eine Saison, haben die mal in Le Coq Sport, das war so Kubias Zeit. Ah, okay. Dort haben sie eine Saison in der Coq Sport. Genau. Genau, das ist das Liebling von. Kostsport. Genau, das ist das Liebling nicht vom FCB, sondern es hat damals so eine Messestätte gehabt. Ah,
Also okay. All die Städte, Basel, ja. Mailand, ja. wo wir Messe hatten, ja. die haben echt einen internen Trap ausgetragen. Und das ist sozusagen das ist die Auswahl von Basel. Städte. Man muss sich vorstellen, das ist der FCB damals nicht auf das Nonplusultra, sondern die haben echt Spieler haben die gehabt von Nordstern, oder? Schwarz-Rot, von Kondeli und vom FCB. Das war echt so eine Städteauswahl. Also weißt du zum Beispiel jetzt das Liebe vom Ahmed Ouattara? Das ist ein Doppel-XL, also XXL, also wenn das könntest du über eine Eishockey-Ausrüstung könntest du das anlegen, problemlos. Das war ein riesen Töpf. Ich habe sonst noch vom David Dagen-Trick noch eine witzige Geschichte. Das musst du fragen. Dave, da müssen wir zuhören. Jetzt bin ich gespannt, eine Geschichte über dich. Du hast doch mal den Bernhard Bodener damals, hast du doch zwei Trikots geschenkt. Oder eins. Und das Spezielle ist noch, dass das eine Liebe, das du ihm damals geschenkt hast. Also das war speziell. Genau, das hat hinten. Das ist das Einzige, was ich noch hatte. Das hat nicht hinten Pirelli drauf gehabt, sondern das hat Pirelli Films drauf gehabt. Das ist so eine, die haben damals so in den Streaming-Dienst einsteigen. Und das war das Liebe vom Match, 93. Minute, FCB, der FCZ, wo da. Genau, viele Pässe. Ja, voll. Also eben, wenn du. Gewiss, ehrlich? Ja, ja, also wenn du das kannst zurückholen kannst, es wäre mega, mega cool. Ich habe schon versucht mit dem Herrn Boden, aber ich könnte dich über die Kontaktformulare von diesen Champions League-Rechtfirmen schreiben, wenn man dich nicht zurück. Ich hoffe, das ist das von nun. Das wäre top. Krass, das ist wirklich von 2006. Da bin ich an der Linie gestanden mit dem meisten Lieb in den 90. Ich bin gesperrt, Geld gesperrt. In Iverdo, weiss ich, mit grossen Nippbruch und dann hat gleich, weil nicht das Resultat nicht gut ich gesagt, ich bringe sie, holen sie mich eine geile Karte. Ich so, nein, kein Problem, bin ich und nach einer Minute eine geile Karte, habe gesperrt. Und dann bin ich da, wirklich, ist das? Bei diesem Match haben die Pirelli-Welle hinten die Streaming-Plattform eigentlich lancieren. Mhm. Und dann, ich habe das Gefühl, dass natürlich jeder Spieler hat wahrscheinlich das Liebe einfach in den Abfall geschossen, außer du hast gehalten. Das ist mega geil. Nein, das ist mega geil. Muss ich sagen, den ich noch mal habe. Das war meine Jugendzeit. Genau, bevor. Die Plakate habe ich an dem Ding gesehen. Die sind noch im alten Jockey. Genau. Ja, die hast du noch abhängen nach dem Match. Das Ding ist ja so, das Matchprogramm ist auch so. Ja, das Matchprogramm ist so. Genau, ja, voll. Ja, voll. Ja. Ich habe dort Trikots sind alle von der Grab-Finale. Yeah. Ja. Oder da haben sie immer den Aufdruck gehabt, Göppfinal 2-0-7. Schön. Smiljanic. Genau. Hodl, Roni Hodl. So geil. Oder weißt du zum Beispiel, das erste Liebli vom Alex. Also wirklich Isaac, ja, 27. 27. 27 auf der Ärmel haben sie noch. Grösig, passt das perfekt. Haben sie den Namen noch drin gehabt? Es ist tailliert. Genau. So geil. Oh Mann. Eben, und hier sind natürlich die Parkszeiten. Weißt du, muss ich vorstellen, das ist eigentlich das Liebe, hat eigentlich sozusagen aus dem Rot-Blau und auch aus dem Hauptsponsor bestammt. Ja. Also weißt du, hast da nie das Logo gehabt. Das heisst, der Sponsor, der Hauptsponsor, hat damals so eine krasse Präsenz gehabt. Es hat teilweise geheißen, ist das der FC Park, weißt du? Wir gar nicht, also... Und, das war ja vorne in Basel, dann hinten. Genau, wir sind teilweise hinten drauf gehabt. Und das sind natürlich so... mega schöne Liebe, einfach, weil sie einfach so wie aus einem Guss sind. Das ist natürlich mega cool, dass sie einfach vorbeikommen, vorbeischauen können. Und das ist eben jetzt... ich finde es auch toll, dass es Leute gibt im Verein, die sich für das interessieren, die finden, okay, natürlich, ein Verein hat immer die Gegenwart und auch seine Zukunft. Aber natürlich, ein Verein hat auch immer seine Geschichte und die ist auch immer sehr wichtig. Und da freue ich mich jetzt auch, dass es da etwas im Go ist, was eigentlich das neue FCB-Museum anbelangt. Oder? Und da habe ich auch schon mit mir involvent eigentlich die Sprüche hatte, und da freue ich mich extrem, weil ich finde so eigentlich die Geschichte vom Verein, die muss irgendwo einen Platz finden, innerhalb, sei das im Stadion oder außerhalb vom Stadion, weil das eigentlich einfach, ja, es ist einfach wichtig und ich freue mich extrem,
dass es dann das in Zukunft irgendwann mal wird geben. Hey, Bibi, tschüss, Mensch. Alles Gute. Danke. Merci, danke.